Es geht weiter mit Last Prayer Resistance Fall of Man. Ich bin es, euer Simmerfix. Wir sind in dem Kapitel Der Teufel vor der Tür. Südkommando Bristol, England, 13. Juli 1950, 14.24 Uhr. Oh Leute, Mittag hier, wunderschön. Ich würde sagen, wir machen nun weiter und hoffen einfach mal, kein Spielabsturz. Ey Leute, wie selten kommt ein Spielabsturz auf der PS3 vor? Und trotzdem auch beim letzten Part ein. Egal! Wir sind aus dieser Anlage raus, wo wir im letzten Part waren. Und nach Bristol, England. Oh, das ist kalt, oder? Keine Ahnung. Sah zumindest in der letzten Cutscene, die wir so ausgesehen haben, aus. Schauen wir mal, was dort nun Schönes auf uns wartet. Ich kümmere mich um die Pirscher. Gehen Sie zur Basis. Wir müssen dafür sorgen, dass alle rauskommen. Du kümmerst dich um die Pirscher. Ah! Das will ich ja sehen, wie du dich um die Pirscher kümmerst. Darf ich nicht auch so in ein Auto einsteigen und dann irgendwie durchpirschen? Weil Pirscher, ach egal. Ich fahre jetzt einfach mal ganz locker und entspannt durch. Oh, das ist gar. Ich dachte, das wäre noch ein funktionsfähiges Auto. Leute, ich weiß nicht, was diese Viecher sind. Das sind irgendwie die Einsammler von den Bestien hier. Kann ich euch nicht einfach alle ignorieren und einfach durchlaufen? Finde ich ehrlich gesagt ganz geil. So, das war kein Headshot. Das war definitiv kein Headshot. Ich glaube, ich habe nicht mal getroffen. Das war eine hammergeile Aktion. Vorlaufen. Zweimal Damage bekommen. Zwei Lebensbalken verlieren und weggehen. Super. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen effektiver werden. So, jetzt müssen wir uns hier wieder konzentrieren. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir den Bohrer. So, nicht durch das Schild durchlaufen. So, komm. Schild gibt nach. Jetzt. Alter. Okay. Es war komplett dumm. Ich verstehe nicht so ganz, was wir machen können. Der will hier alleine zwei Pirsche besiegen. Also das letzte Mal, als wir einen Pirsche bekämpft haben, waren wir ungefähr 30 Leute. Und ich war der Einzige, der irgendwie Schaden zugemacht hat. So, aber die Pirsche werden nicht auf mich gehen, so wie ich das verstanden habe. Okay, die Pirsche, ja, die laufen echt nur dem hinterher. Das finde ich ganz geil. So, da sind Menschen, die werden natürlich bald sterben. Und wir ballern. Ach komm, mit so einem Karabiner schießt sich einfach besser als mit so einem blöden Alien-Waffe. Auch wenn die natürlich cooler aussieht. So, schau ich mal an. Die Menschen stehen genau vor den Aliens. Und alle schießen irgendwie in komplett verschiedene Richtungen. Ja, Pirscher, hau ab. So. Der ist down. Jetzt bist du down. So. Wenn man hier auch concentrated vorangeht, dann ist das natürlich ganz easy eigentlich. Relativ ganz easy. Außer, dass da zwei fette Pirsche sind. Ja, aber das ist hier unser Teamkollege geschafft. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. So, kommt ihr mit, oder? Jetzt könnt ihr mitkommen, oder? Fand ich ganz lieb. Ich würde ehrlich gesagt ein bisschen Unterstützung gar nicht lieben. Also, nicht Unterstützung, dass ihr mir... Alter, wie mies, Mann. Die konntest du nicht sehen. Du konntest sie auch hier nicht sehen. Es ist so unmöglich in dem Grad... Okay, die kann man sehen. Wie mies, Mann. Ich spiele jetzt schon teilweise seine geilen Momente. So, Leute, wo ist man hier gelandet? Also hier ist der schlimmste Schlachtfeld, was wir jemals gesehen haben bis jetzt. Okay. Na, komm her, Kleiner. Hundi. Ich schieß dich doch gar nicht an. Ich schieß doch gar nicht auf dich, gell? Okay? Ah! Okay, das war jetzt nicht so cool. So, du sollst down sein. Und nun bist du dann. Oh. Wenn man nachladet, lässt es dann nach. So. Lebst du noch? Jo, er lebt noch. Hey, die haben sogar so eine Animation dafür, dass wenn sie hier getroffen worden ist, dass sie dann so schmerzerfüllt wieder aufstehen. Hübsch. So, gut, dann gehen wir weiter. Haben zwei Lebensbalken verloren, war nicht so cool. Oh, diese Einsammler, die sehen echt ätzend aus. So, immer auf Minen aufpassen. Immer auf Bestien aufpassen, die irgendwie aus den Gräben kommen. Und ja. Hoffen einfach, dass wir nicht sterben, mit anderen Worten. Das Übliche. So, komm. Wo ist denn der Karabiner? Wo ist er denn? Ach, egal. So geht's auch. Bäm. Das war entweder ein Headshot in seine Rüstung oder auf seine Düsen. Und wenn wir seine Düsen abschießen, dann müsste er auch sterben, weil dann diese Überhitzung da eintrifft. Wie auch immer. So. Aber kann vorbei, das passiert. So. Ah, wo kommst du denn her? So, ey Leute, aber hier sieht's echt geil aus. Also, jetzt ganz ehrlich, ich habe mich ja ein bisschen beschwert über diese ganze letzten zwei, drei Level, weil die einfach so kacke aussahen. Also, besonders diese Level, wo man ganz kurz in, Channing war oder so,
Das sah ja so grottig hässlich aus, das Level. War das hässlichste Level, was ich jemals gesehen habe. Es war nur grau. Es war nur grau. Es war so grau, dass du echt gedacht hast, es war schwarz-weiß. Oder so. Weil es so hässlich aussah. Und ist dann auch nicht irgendwie stilmäßig, ist einfach hässlich aus. Und hier sind wir jetzt ja echt mal, also, ich würde sagen, neben dem einen Level, wo man, wo ich zwar oft gestorben bin, aber was immer ein, nee. Nee, da bin ich nicht oft gestorben, das war aber auch nur ein kurzer Abschnitt. Das, ist das jetzt hier das schönste Level? Sie kommen durch das Tor! Durch welches Tor? Habt ihr eigentlich keinen MG oder sowas? Ich meine ja bloß. Wäre einfach so geil, hätte man den sofort weggehauen, aber nee. Warum haben Aliens immer MG so Menschen nicht? Aua. Halleluja. So, ich schieß doch gar nicht auf dich. Bitte, ich schieß doch gar nicht auf dich. Das sind gar nicht meine Kugeln. Das sind gar nicht meine Kugeln. So. Au. Nicht auf mich schießen. Nicht auf mich schießen. So, einen Balken hat er noch. Nicht auf mich schießen. Ich sag dann nicht auf mich schießen. Ich schieß doch auch nicht auf dich. Schau wie ich daneben schieße. Es ist eine Taktik. Ich bin auch voll auf deiner Seite. Vielleicht können wir die Alice welche Willis so sagen. Ich bin nur auf deiner Seite. Ich schieße extra daneben. Mit dem Bullseye wäre das echt geil. Das müssen wir aber echt so machen. So, wo schaut ihr hin? Oh, das sind diese Viecher. Muss ich jetzt gegen das Viech kämpfen? Das kommt gerade hier mir für meinen Geschmack ein bisschen. Das geht echt auf mich zu. Hat es Augen? Es geht auf mich zu, oder? Nee, es geht von mir weg. Ich ignoriere das jetzt einfach mal und gehe einfach weiter und hoffe, dass die Viecher nicht von oben mich einfach packen und so wegreißen. Die sehen echt ätzend aus. Weg da. Soldaten? Natürlich, bleibt ihr zurück. Klar. Ich kämpfe auch lieber für mich alleine. Wer denkt sich immer diese Kack-Abschnitte? Wer sich das ausgedacht hat mit dem Fallen, ich hoffe, der ist von Insomniac gefeuert worden und ist pleite Insel und Wind und was auch immer gegangen, weil ganz ehrlich, der gehört einfach erwürgt. So, gehen wir den Weg. Was mir lieber ist, der da unten. Bei den Dingern kann man halt irgendwie mal ausweichen oder sie kaputt schießen. Immer. Diesen Fallen, das ist so ein Glücksspiel. Nee, ich hab grad nicht geweint. Es war Frohlocken. Alter, ich jump sogar drüber und das trifft mich das. Wie assi das Spiel auch ist. Ganz ehrlich, okay? Alle Fallen gehen nach oben. Die eine Falle geht aber so aus, wenn sie unten, dass sie die einen wunderschön trifft. So. Es kommt diese eine Assi-Falle. So. Es ist so assi. Es ist so derbe unfair. Ganz ehrlich, wie mies das ist. Ah, Geschicklichkeitsparcours in Shootern. Das geilste ever, Leute. Habe ich mir schon immer gewünscht. So, ich werde jetzt. Muss ich ja gar nicht hin, oder? Alter, ich geht's echt nicht weiter. Hier geht's echt nicht weiter. Kennt ihr es, wenn so Leute so ganz wütend sind und dann immer so mit dem Auge zwinkern, so aus reiner Wut und Verzweiflung? Das habe ich gerade. Verarscht mich gerade. Ich habe jetzt diesen dummen Abschnitt geschafft und dann? Warum? Ja, warum nicht? Warum nicht? Macht das Spaß, oder? So. Oh, wo ist sie denn? Ich hatte sie doch gerade. So. Dieser Abschnitt ist der unlustigste ever. Diese Kackfallen. Ganz ehrlich, Leute, nicht lustig. Das ist echt nicht lustig, Mann. Ich will keinen Geschicklichkeitsparcours in einem Shooter haben. So mies einfach. So mies einfach. So, immerhin haben wir es jetzt überstanden. Oder war das jetzt auch nur so einfach so zum Secret-Raum, wo nichts drin ist?
So, natürlich sind wir jetzt auf uns alleine gestellt. Ich weiß auch warum, weil unser Teamkollegen hätten es ja keine 3 Sekunden geschafft, da durchzukommen. Ich habe die dümmste Waffe ausgerüstet gehabt, weshalb ich jetzt erst schon wieder meinen nächsten Lebensbalken verloren habe und gleich noch einen Lebensbalken. Und das hat ein Kack-Alien. Und ja, da kommt ja schon der nächste, weil ich habe mir ja erst den einen besiegt gerade. Oh, so furchtbar. Jetzt habe ich einen Lebensbalken. Wenn ich jetzt sterbe, kann ich diese ganzen lustigen Fallenparcours nochmal machen. Das ist ein Mörser, kann ich den mal kaputt machen? Ja, nicht, oder? Hallo. Warte, wir haben jetzt Splittergranaten. So, einer kaputt. 2 kaputt. Wo ist meine Granate? Ihr habt eine geworfen. Da. So, beide kaputt. Es ist ein Schuss nötig, dann bin ich down. Und das Geile ist, da kann ich diesen ganzen lustigen Fallenparcours nochmal machen. So. Wir haben 5 Sniper-Schüsse, das heißt, es können genau noch 5 Gegner kommen. 4. 3. Hat das überlebt oder ist das ein anderer? Das ist ein anderer. Zeig ich dir nochmal. 2. Einer kann noch kommen. Nee, 2 können noch kommen. Ich weiß nicht, ob ich die zerstören muss, aber ich mach's einfach mal. Ich hasse Mörser. Mörser sind voll mies. Bitte, jetzt kann ich noch einmal Leben spawnen. Da war der hässlichste Fallenabschnitt ever. Das ganze Spiel, der nervigste Fallenabschnitt. Und dann nirgendwo ein einziges Leben. Weißt du, was ich auch nicht gerne verlieren würde? Mein Leben. Mein Leben ist mir wichtiger als irgendein Transporter. So, ich sehe da keinen. Ich glaube, da ist keiner. So. Bam. Weg. Brauchst du mal 30 Schüsse für einen Gegner, weil der mal aus der Deckung rausgeht, dann geht er rein in die Deckung. Oh, natürlich muss es auch ein Border sein. Und schon wieder ein ersten Eisbalken verloren. Hässlichen Tentakelviecher, man haut doch ab, Mann. So, kann ich da mal drüber? Ja, da kann ich drüber. So, ob ich da drüber will, ist was ganz anderes. Wie kann der so gut treffen? Ah, er lebt immer noch. Aber jetzt war es das für den. So. 9 Schuss mit dem, 8 Schuss mit dem. Mit dem sogar mal ein bisschen mehr. Auch nicht, wenn es ein viel mehr ist. So. Hassom! Nutze ich zwar gar nicht hier für den Bereich, aber egal. So, jetzt haben wir wieder einen geilen Lebensbalken. Juhu, wir werden sterben. Wir werden sowas schon sterben. Ich habe keine vernünftigen Waffen mehr, gescheit Muni. Ey, Leute, wo war der Checkpoint? Jetzt kommt die goldene Frage. Jetzt kommt die lustige Frage. Wenn der falsche Checkpoint kommt, ist Resistance abgebrochen. Cut. So, wir sind schon wieder hier. Voll gut gelaunt und voll entspannt hier. Der nervigste Abschnitt, weil das so schlecht einfach hier ist, Mann. Die Soldaten sind ja auch schön, so von der Seite kommen die Gegner anmischiert und die Soldaten schießen einfach frontal nach vorne. Ich komme ja einfach nicht mehr nach vorne hier. Und diese ganzen hässlichen Dinger, Mann. Oh, boah, dann lasst mich doch einmal hier in Ruhe. So, das Problem ist, ich weiß immer noch nicht, wie ich vorkommen soll. Und wenn ich da jetzt wieder vorlaufe, hier ist ja nirgendwo Deckung. Ich meine, das können wir ja nicht als Deckung bezeichnen, da sterbe ich trotzdem noch 3 Sekunden. So, und mal abgesehen davon, dass da vorne Gegner sind, sind auch da die Gegner, die mich auch vorgetötet haben. Das heißt, dieser Stein ist meine komplette Deckung. Und dieser Stein entscheidet jetzt das Schicksal der Menschheit hier. So, und ob Resistance sich abgebrochen wird. So, aber zu den Fallen hier, ich muss die ja gerade nochmal machen, worüber ich mich so sehr gefreut habe. Aber im Endeffekt, wenn man die Fallen kennt, wo sie sind, dann sind sie auch nicht schwer zu machen. Aber wenn man es halt nicht weiß, dann ist es halt richtig assig. So, und ich habe dich zwar getötet zum 20.000. Mal, alle die da hinten sind, aber, ja, jetzt. Aber kein Ding. So. Kannst du bitte wieder normal sein? Da vorne ist doch ein fetter Wagen. Kann er mir nicht irgendwie Deckung geben? Wie kann ich hier sterben, wenn wir hier fette MGs haben und die im Endeffekt nur hier so mit ihren Standardwaffen da kommen? Ich verstehe es nicht. So, du stirbst jetzt erstmal, weil ich dich nicht mag. Und euch da hinten habe ich ja noch einen Dicker hier. So, ich lasse jetzt einfach da hinten. Du, ist mir doch wurscht. Ich laufe jetzt nämlich zum Ziel. Ihr könnt mir jetzt alle mal. Ich gehe jetzt da weiter. Ja, ich gehe rein. So. Auf Wiedersehen, Penner! Die
Die Soldaten wehrten den schlimmsten Angriff am nördlichen Eingang ab. Aber es sollte schlimmer kommen. Die Bestien waren im Süden in den Hangar eingedrungen. Wenn die Flugzeuge nicht sicher starteten, wäre alles verloren. Auf zum Hangar! Bringen Sie die Transporter hier raus! Ah, das hört sich ja schon wieder so spaßig an, Leute. Evakuierung, das machen wir aber erst im nächsten Part von Resistance Fall of Man. Bis dahin.